Es gibt wirklich sehr viel gute Einbruchmeldeanlagen. Aber es gibt nur wenige Einbruchmeldeanlagen, die sich relativ einfach installieren und auch einrichten lassen. AlarmTab ist zum Beispiel so einer. Und was mich da begeistert, ist ganz einfach, dass diese Anlage mehr tut, als nur den Alarm melden. AlarmTab begnügt sich nicht nur mit der reinen Einbruchmeldung. Wir verwenden die Zentrale wie ein Ködertablett. Täter brechen überwiegend über Terrassentüren oder hintere Fenster ein. Und wenn sie dann in der Wohnung sind, wollen sie ganz schnell Geld, Schmuck oder elektronische Waren haben, die sie schnell mitnehmen können, weil sie bleiben meistens nie länger als 3 Minuten. Werden sie unter Druck gesetzt, weil ein Alarm ausgelöst wird, nehmen sie das mit, was sie haben. Und in diesem Fall ist es das Tablet, was sie auf alle Fälle sehen. Und das wird ihnen dann zum Verhängnis. Der mehrstufige Prozess bei AlarmTab beginnt bereits, während der Täter noch draußen ist. Während er versucht, Fenster oder Türen aufzuhebeln, wird bereits innen ein Alarmlautsprecher gestartet. Wenn das nicht reicht, um ihn zu verjagen und er trotzdem ins Haus eindringt, dann beginnt die nächste Stufe von AlarmTab. Das heißt, AlarmTab startet ein Video, es ist ein Ton zu hören, es ist Vogelgezwitscher zu hören. Wir locken ihn an. Kurze Zeit später startet plötzlich in einem Nebenraum ein Lautsprecher. Ist da jemand? Hey, verschwinden Sie! Ich rufe jetzt die Polizei und lasse den Hund frei! Eine Männerstimme ist zu hören, Hundegebell im Hintergrund, das Licht geht an im Nebenraum. Spätestens jetzt ergreift der Täter die Flucht. Sollte das auch nicht reichen, dann beginnt kurze Zeit später die Außensirene plötzlich furchtbar Lärm zu machen. Wenn er dann auf der Flucht ist, idealerweise mit unserem Gerät in der Tasche, startet die Fluchtwegermittlung. Es bringt Tonaufnahmen vom Täter, so er denn irgendetwas sagt oder auch später sich mit anderen unterhält. Es bringt Fotos vom Täter, am Tatort vielleicht maskiert, später dann unmaskiert. Und die GPS-Daten zeigen eindeutig, wo es hingeht. Das sind alle Dinge, die als Beweismittel mit verwendet werden können. Das hilft der Polizei natürlich unwahrscheinlich. Unsere Firma entwickelt und produziert seit 13 Jahren Sicherheitstechnik, Alarm- und Videotechnik. Wir hören in erster Linie auf den Markt. Was wollen die Kunden? Was finden sie im Markt nicht? Und das entwickeln wir mit unseren Ingenieuren, Technikern und produzieren das auch in eigenen Werkstätten. Unseren derzeitigen Jahresumsatz von rund 2 Millionen Euro generieren wir über rund 500 Kunden, die wir jeden Monat dazu bekommen. Unsere Planung für das nächste Jahr sagt rund einen Jahresumsatz von 3 Millionen voraus, der sich dann bis 2020 auf 15 Millionen Euro steigern wird. Wenn man mal bedenkt, dass wir derzeit rund 500 Kunden pro Monat haben und der Umsatz von 15 Millionen Euro im Jahre 2020 aus 1700 Kunden entsteht, dann ist das gar keine große Zahl. Es ist eine realistische Zahl, die auf jeden Fall erreicht wird, denn wir sind in diesem riesigen Markt mit AlarmTab völlig alleine. Der Markt für Sicherheitstechnik boomt zurzeit unwahrscheinlich. Es wird also alles gekauft, was an mechanischer Sicherung möglich ist und auch an elektronischer Sicherung. Die Angst bei der Bevölkerung ist schon begründet, denn in den letzten 10 Jahren gab es in Deutschland permanent einen Anstieg von Wohnungseinbrüchen. Wenn ich das mal so sehe, vom Jahr 2014 zum Jahr 2015 allein um 9,9%. Und die Aufklärungsquote von Einbrüchen liegt etwa im Durchschnitt bei 15%. Unser Marketingkonzept basiert auf 2 Bereichen. Wir führen unsere erfolgreichen Online-Shops weiter. Wir verwenden unsere rund 50.000 Bestandskunden auch für AlarmTab. Und wir bauen derzeit den internationalen Vertrieb aus. Wir sind in Gesprächen mit Fachhändlern aus anderen Ländern, sogar aus Übersee, weil auch für diese Fachhändler AlarmTab so ein neues und innovatives Produkt ist, was sie unbedingt in ihrem Markt einführen möchten. Unsere rund 50.000 Bestandskunden haben rund 25.000 Bewertungen in den verschiedensten Portalen im Internet abgegeben, wovon 99,9% positiv sind. AlarmTab eignet sich sowohl für Mietwohnungen als auch Einfamilienhäuser,
für kleine und mittlere Firmen oder auch Behörden. Oder auch ein sehr interessanter Markt ist zum Beispiel die Wohnwagen und Wohnmobile. Dadurch, dass wir erheblich schlankere Innovations- und Verwaltungsprozesse haben, können wir unsere Produkte oftmals sogar günstiger anbieten als die Konkurrenz. Der Kompanist erhält eine feste Verzinsung von 8%, die halbjährlich ausgezahlt wird auf sein eingelegtes Kapital. In der heutigen Zeit, bei den niedrigen Zinsen, die sonst zu erreichen sind, ein sicherlich sehr interessantes Angebot. Auch in diesem Jahr ist der Umsatz der Sicherheitstechnikbranche wieder um 8% gestiegen. Und diese Nachfrage werden wir nun bedienen. Beteiligen Sie sich als Investor an diesem Erfolg.